Hallihallo und willkommen zurück. Wir sind von da gekommen und wir gehen jetzt hier ja in dieses etwas kältere Räumchen, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich glaube, das ist hier so eine Art Abteilung. Und mir schwant nichts Gutes. Alter, wie viele Gänge sind denn das hier? Okay, da rum. Da rein. Ich trau dem Scheiß nicht. Wo müssen wir lang? Da rum. Oh Mann. Ey, der soll mit seinen Hallos aufhören, ey. Ich gehe wieder zurück zur Speicherstation. Das war's mit dieser Folge. Haut rein, nein, Quatsch. Ey. Diese Folge hat gerade angefangen und ich bin schon wieder total im Arsch. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich die letzte Folge vor nicht ganz 2 Minuten aufgehört habe und das insgesamt jetzt ungefähr die 3. Folge hintereinander ist, wisst ihr zufällig, also wisst ihr dementsprechend, wie ich mich im Moment fühle. Ich gehe hier hoffentlich nicht im Kreis. Dass hier noch gar keiner kommt. Das wundert mich. Aber es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Wunderbar, dass ich vergessen habe, meine Uhr anzumachen, aber das ist nicht weiter tragisch. Waren wir hier nicht gerade schon mal? Ich müsste eigentlich spoilern und müsste mir mal bei anderen Let's Playern, die eventuell Dead Space 2 natürlich schon gespielt haben, ob die genauso am Erschrecken sind wie ich. Es ist doch unnormal, oder? Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Ich muss ja auch ziemlich oft auf meinen Navi drücken. Was? 76 Schuss noch? Das habe ich mir fast gedacht. Den Gefallen tue ich dir nicht, mein Freund. Das kannst du mal ganz gepflegt knicken. Ach du Scheiße, was ist das hier? Was ist das?
Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Verdammt! Da müssen wir hoch. Müssen wir hier irgendwas bauen oder so? Da ist ein Fahrstuhl. Fahren wir einfach mal. Die Straße ist voll. Runter. Keine Ahnung, ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben wohnen. Hören Sie mich? Nach oben! Das erzählt sie mir ja aber auch schon seit einer halben, dreiviertel Stunde hier oder seit zwei, drei Folgen, dass sie ganz oben auf mich wartet. Also, was ist das, Alter? Das sieht ja Hammer aus, oder? Ich weiß bloß nicht. Ich gucke erstmal, ob wir hier sicher sind. Schemata Ripper. Ripper brauchen wir erstmal nicht. Also, brauchen uns nicht, können wir es verkloppen. Ist definitiv bestimmt teurer als wie Munition im Verkauf. Knoten. Das ist gut. Haben wir jetzt schon mal wieder zwei Knoten. So, und hier sollen wir mit Sicherheit wieder was kurz schreiben. Oh Leute, bin ich angespannt, ey. Obwohl hier gar nichts los ist im Moment. Oh, und die Zeit läuft. Einmal noch. Ja, wenn man so viel quatscht, kann es schon mal passieren, dass man die Zeit vergisst. So, also nochmal. Jetzt macht das mir aber leicht. So. Ja, das sind wir ja. Schwerkraft online. Okay, diese Zeit dort läuft nicht runter. 1,04G. Jetzt gucken wir mal. Sind hier noch. Der ist wieder hochgefahren. Okay, anscheinend läuft hier eine Zeit. Da ist noch einer. Okay. Jetzt machen sich die neuen auf. So, jetzt müssen hier oben ja wieder welche sein. Da nicht. Der ist auch schon wieder oben. Paarweise. Okay, also das geht wahrscheinlich nicht schnell genug. Jetzt warte ich. Und jetzt weiß ich auch, warum hier Stase-Einheiten sind. Ich denke mal, dass wir die langsam machen. Oh, kluges Köpfchen, kluges Köpfchen.
Schwerkraft im Schacht ist jetzt offline. Okay. Was geht denn jetzt los? Hallo? Wir müssen nach oben. Gefahr. Objekte und Personen von den Lüfterfilmen fernhalten. Der Lift ist natürlich auch weg. Schön. Jetzt müssen wir hier durch, oder was? Oh nein, Alter, ey. Oh. Und jetzt alt und durch da. Oh nein. Da ist das Loch. Da, da. Hör auf. Ach so, vielleicht wieder. Hallo. Boah. Komm schon, halt durch jetzt. Mach auf die Hütte. Mach auf, mach auf. Verschlossen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Austritt Schwerelosigkeit. Isaac! Verdammt! Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Hauptsignal. Aha. Sie scheint auf jeden Fall nicht allein da zu sein. Und da ist ein Shop. Und ein Shop ist immer gut. Können wir shoppen gehen erstens und dient zur Entspannung. Und dann gucken wir mal. Aber eigentlich, ich guck mal eben nach unserem Inventar. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Im Safe haben wir den. Okay. Hatten wir uns zwei gekauft. Was macht er denn jetzt? Ach, wir legen den jetzt an, oder wie? Zeig ihn mir mal. Okay. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Nein, 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 F, nein. Kann ich immer einfach irgendwas drücken hier.
Panzerung, direkt behält den höchsten abgepanzer Inventar. Das ist, es geht ja hier, so wie ich sehe. Sowieso nur um Helme, ne? Ne, hier, Anzug. Egal, wir haben uns jetzt erstmal Knotenpunkte gekauft. Munition hatten wir noch genug. Weiter geht's erstmal. Wir werden mit Sicherheit noch öfter auf einen Shop treffen. Alter, ihr geht da nicht umsonst einfach so das Licht aus, oder? Hör auf mit dem Scheiß. Auf jeden Fall werden wir mal unsere Knoten hier anbringen. So. Zwei haben wir noch. Luft. Können wir Luft gebrauchen? Im Moment. Ich würde schon sagen, ja. Was ist das hier? Minuten. Dadurch wird der Schaden durch Sekundärfeuer erhöht. Immer doch. Gut, das haben wir dann auch getätigt. Getan, getätigt. So. Was ist jetzt hier los? Ich habe keine Ahnung. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen da rein, okay. Gut, aber ich sehe auch gerade, dass unsere Zeit schon wieder um ist. Ich denke mal, dieses Rätsel hier sparen wir uns für die nächste Folge auf. Obwohl Rätsel, ich habe gerade so im Augenblickwinkel, im Augenwinkel gesehen. Abbrechen. Alles frei. Da können wir dann mit Sicherheit das nächste Mal durchgehen. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Die habe ich mir verdient. Du dir auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffe ich doch. Also bis dann. Mach's gut. Tschüss.